Meine Damen und Herren, die Reacts, sie sind zurück, zumindest mal für den Übergang. Wir werden jetzt ein paar Pilotfolgen machen, um zu gucken, ob die neue Konstellation, denn Hansi ist nicht mehr Teil des React-Teams, weil er hat das Pop-Punk Paradise ja, wie ihr in der Folge gehört habt, verlassen. Und deswegen haben wir uns jetzt neu aufgestellt, haben auch ein React von From Fall to Spring mit Barriers dabei. Aber interessant ist eigentlich, wer dabei ist. Und wer dabei ist, ist der Mann, ich glaube, warte, ich muss aufpassen, da, genau, da ist die richtige Richtung. Hier, das ist der Silas oder auf Instagram Mr.Silvan. Hallo. Hallihallo. Willst du kurz sagen, wer du bist oder kurz ein, zwei Worte zu dir, damit die Leute dich vielleicht ein bisschen zuordnen können? Ja gut, die meisten werden mich, wenn überhaupt, über TikTok kennen, weil ich da im Moment aktiv bin, auch unter meinem Namen Mr. Silvan. Auch witzigerweise wirklich Richtung Rock-Metal-Bereich. Und ja, ansonsten immer wieder gerne Fragen gesehen, das zum Anfang. Ihr werdet ihn ja noch kennenlernen und ich sag mal so, wir haben jetzt hier mit From Fall to Spring etwas geholt, was wir beide kennen, weil Saarländische Band und ich habe jetzt schon das dritte React dann hier mitgemacht, so From Fall to Spring und du hast ja auch, sag ich mal, nicht Kontakt zu From Fall to Spring, aber sie sind ja keine Unbekannten für dich. Definitiv, gerade auf TikTok wirklich auch sehr gut vertreten und auch sehr community-nah, muss man sagen. Also bei TikTok weiß ich es nicht, ich kann nur von Instagram und halt den persönlichen Kontakt sprechen. Also doch, auf TikTok gehen sie auch öfters mal live. Auch mit Leuten, die man so von TikTok kennt, aus unserer Bubble. Also wirklich sehr interessant und sehr sympathisch. Und ich sag mal so, ich würde sagen, wir gehen mal langsam ein bisschen rein ins React. Und ihr merkt schon, noch, er wirkt ziemlich verhalten noch, aber das ist halt, weil es sein erstes Mal vor der Kamera beim React ist. Ich glaube, das wird noch ein bisschen wilder. Heißt ja nicht umsonst, stille Wasser sind tief und schmutzig. Also wenn man deinen TikTok sieht, wird man nicht meinen, dass du jetzt hier so ganz ruhig verhalten bist. Also in dem Sinne, mach ein bisschen Musik an. Ich hab Bock drauf. Also, los. Ich möchte nur schon wieder betonen, einfach weil das so eine React-Geschichte ist, ich war jetzt ein bisschen spät dran, aber hier, ich habe keine Maus, doch, ihr habt meine Maus, da im Hintergrund seht ihr wieder ein Skateboard und irgendwie Reacts von uns, da muss irgendwo immer ein Skateboard sein. Weißt du, das ist nur die Pop-Punk-Schiene und man muss das, ich kann ja schon mal vorab spoilern ein bisschen, From Fall to Spring geht ja mit Barriers wirklich so ein bisschen softeren Weg, der wirklich auch mit Pop-Punk beworben wurde. Und das sind sie ja nicht zwangsweise. Nein, also wer andere Lieder von denen kennt, ist das hier wirklich so den ihre gefühlvolle und softere Seite. Ja, manche würden sagen halt, oh, hier softe Lieder und so weiter, das ist nicht gut, das ist nur Ballade und so weiter. Und ich bin jetzt so quasi der ja nicht so der Fan der unglaublich härteren Musik ist, sag halt hier, oh, das ist ganz cool. Da merkt man halt, wie unterschiedlich die Leute halt auch sind. Aber mit dem Video war, glaube ich, sogar der SR bei denen dabei und hat quasi Interviews mit denen geführt. Und da hast du halt wirklich gesehen, wie das ganze Setting hier aufgebaut ist. Also das ist eine Wand, die sie sogar selber halt so angefertigt haben, beziehungsweise beklebt haben. Und dann halt die unterschiedlichen Lichtverhältnisse. Aber ich merke schon, ich setze zu viel voraus. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen mehr gucken. Also jetzt sind wir mal kurz vorm Refrain und es ist sehr verhalten halt reingegangen, schön entspannter Gesang und ja, man muss mal gucken, in welche Richtung jetzt der Song geht. Auf jeden Fall, ich finde es ein angenehmer Anfang und das ist so. Ja. Auch gerade, wo diese zwei Seiten so gezeigt werden, so einerseits er jetzt mit seiner, ich nenne es jetzt mal Partnerin oder was es da sein soll, so schön am Zocken, gerade auch durch das Licht, so eine liebevolle Atmosphäre und dann alleine so dieses Kältere, dieses, ich nenne es jetzt mal Gedrücktere. Dunkle. Genau, Dunkle. Dieses Dunkle, dieses auch vielleicht Einsame. Genau, und ich kann ja auch noch ein bisschen noch Input geben, weil du kannst das Bild ein bisschen schön ziehen. Kannst du vielleicht mal Frame zurückgehen, wo man sie sieht? Also halt die Passage mit, ich weiß jetzt nicht, wer von den Zwillingen es ist. Ich weiß auch gerade nur, der eine heißt Philipp, ja. Wie ich. Aber falsch geschrieben, ich. Blame on you. Genau, hier. Das ist übrigens auch keine so unbekannte, also das ist die One Shelly unterstrich Fit und sie hat auch 20.000 Follower auf Instagram und ist mit
ihm vom Fall to Spring tatsächlich zusammen, soweit ich das überblicke. Also von daher, da ist ein Feature, das halt auch nicht viel, wie ist das, Herumfragerei war, sondern es hat halt einfach gepasst, weil, ne, man kennt sich. Ja. Um auch ein bisschen Social Media Gossip Talk reinzubringen, weißt du? So. Ja, aber es passt doch. Ist authentisch. Ist authentisch. Ja. Und dann fragen wir uns jetzt einfach nur, wie wird wohl der Refrain klingen? Ich denke, wir führen nochmal hin. Ich finde es auch wieder jetzt sehr gefühlvoller Einsatz, wo er halt reinkommt. Also so ein bisschen halt so, zack, wir holen euch in den Refrain ab mit Boom. Aber halt dann auch wieder dann bisschen sanfter gesungen, ein bisschen weicher. Und das finde ich eigentlich ganz cool, so die Kombination. Ja. Eine lustige Frage für die Zuschauer, die das hier sehen. Und das kann dann halt auch die Frage nur von Fall to Spring richtig beantworten. Ihr Zuschauer, falls ihr wirklich das gerade seht und Kommentar schreiben wollt, schreibt mal in die Kommentare bei dem Bild mit der Wand, ist da zweimal die gleiche Person zu sehen, also wie hier der Sänger. Oder sind es wirklich die Zwillinge, die einfach auf zwei verschiedenen Seiten sitzen? Mal gucken. Oh. Schreibt es mal in die Kommentare, weil da müssen wir nicht sagen, wie es richtig ist. Ja, ich muss aber auch sagen, das ist dann wirklich eine Kennerfrage. Ich muss aber auch sagen, es ist halt unglaublich gut ausgeleuchtet und die haben halt echt qualitativ richtig stark, wie sie das machen. Ja, aber auch gerade jetzt so wirklich dieser kurze Übergang mit diesem Na-Na-Na-Na-Na-Na und dann direkt kompletter Szenenwechsel, komplett andere Atmosphäre, übelst geil gemacht. Vom reinen Lichtverhältnis, vom reinen Film her, ist, finde ich, das eins der geilsten Lieder von denen, weil da halt viel gespielt wurde. Ja. Und auch so, da brennt eine Kerze. Und es passt einfach ins ganze Szenario hier rein, finde ich. Auf jeden Fall, das Szenario, das habe ich jetzt so auch noch nicht oft gesehen mit einer Wand, wo es dann hinhergeschwungen wird. So, da haben wir es doch. Das sind sie, die beiden, ne? Ja. Und ihr habt die Aufgabe, denkt dran. Aber aus Autos filmen oder in Autos filmen die tatsächlich ja auch ein bisschen öfter. Weil ich erinnere mich bei Rise, ist das, glaube ich, wo da auch jemand von, nicht denen, sondern, ich weiß nicht, Bassist, Schlagzeuger oder wer auch immer, Keyboarder, fährt da auch eine Straße lang und wird dann weggecrashed. Also mit Autos, da machen sie gerne ein paar Shots. Ja, ich liebe diese Passage einfach, wie er hier singt. Halt. Die Passage kann einfach was. Die ist so schön künstlerisch eingebaut, meiner Meinung nach. Was ich sagen muss, was bei denen wirklich einprägend ist, sind auch die Rap-Parts. Weil da kriegen sie auch wirklich ein Level, was zwar komplett zum Sound passt, was du aber so in der Variante in meinen Augen nicht mehr häufig hörst. Weil sie ja da noch nicht mal so softere Parts holen, sondern halt auch ein bisschen schneller. Die dann mal so ein bisschen aus diesem normalen Schema rausgehen. Ja, das ist halt so eine Musik, oder anders, ich kann ja vielleicht da auch nochmal die Story sagen, die ich bestimmt schon zweimal im React gesagt habe, aber gerne wiederhole. Ich hatte damals mit Leon noch gesprochen, weil er ja quasi mit Tour-Aushilfe bei uns war und ich habe halt da auch meine Samstagsschicht gehabt. Und da habe ich auch mit ihm gesprochen gehabt und da hat er ja auch gesagt, hey, den Sound, den wir hier eigentlich machen, den hast du halt so in Deutschland im Moment eigentlich gar nicht. Und der Erfolg, den sie halt mit ihrem ganzen Einsatz und alles an den Tag legen, wie gesagt, dass die jetzt halt von externen Leuten Input holen, der Erfolg auf TikTok, also die sind halt dabei, was zu machen und das merkst du halt auch. Das Einzige ist jetzt noch, ich weiß nicht, wie es beim Konzerten aussieht, aber da
müsste es sich halt auch noch auszahlen und dann wird auf kurz oder lang von Photospring ein richtig großer Player sein. Oh ja, gerade was so die deutsche Szene angeht, werden sie definitiv, wenn sie so weitermachen, zu den Großen irgendwann zählen. Deswegen, ich bin auch gespannt und verfolge das auch liebend gerne gerade weiter. Also freut mich dabei zu sein auf den ihrer Reise. Sie haben uns quasi in ihren Hype-Train, also der Hype-Train hat von ihnen hat quasi bei uns angehalten, wir sind eingestiegen und haben gesagt, okay, komm, Abfahrt. Also, Abfahrt. So, ihr könnt vergleichen. Oh, die Wand ist auch hinten super künstlerisch geworden, finde ich. Ja. Also ich finde das Design halt auch gut. Ich weiß nicht, ob die wirklich so in so einem Nachtblau gehalten ist und dann die ganzen Karikaturen drauf. Aber das ist stark. Aber ich muss generell sagen, jetzt siehst du ja das generelle Design von denen wirklich, dass sie einen Raum in zwei verschiedenen Varianten dargestellt haben. Gerade um das, was wir auch am Anfang hatten, diese zwei verschiedenen Stimmungen rüberzubringen. Mhm. Weil wenn du jetzt mal hier das Blau anguckst, was halt wirklich so eine kältere, gedrücktere Stimmung sagt, wirklich schon Richtung traurig und dann dieses Rote, was halt wärmer ist und was auch dann eine komplett andere Atmosphäre gibt. Genau. Wo du dann halt auch wirklich diese zwei Seiten siehst. Dieses einerseits dieses helle, liebevolle, fröhliche, wie man es nennen mag. Und dann aber auch dieses, mir geht's vielleicht doch nicht so gut. Also dieses, ja, wie man es wirklich nennt, melancholische. Ich frage mich halt, ob sie es wirklich eins zu eins spiegeln wollten. Ah, nee, okay, gut, jetzt erkenne ich erstmal noch ein bisschen die tiefere Story vielleicht. Gut, korrigiert mich gern. Aber du siehst ja in der wärmeren Story, wo eigentlich ja die Feel-Good-Story so ein bisschen ist, da siehst du zum Beispiel auch, dass er eigentlich nicht wirklich Alkohol braucht und halt rechts in der dunkleren siehst du zum Beispiel ja wirklich mehrere Bierflaschen, die vermutlich leer sind. Genau, also, da siehst du halt diese zwei Seiten mal in der roten Szene, also ich nenne es jetzt mal in der roten Szenerie, wird zwar auch so gesehen dieser Streit da gebildet, aber auch also diese Sachen, die mit ihr zusammen passieren, sei es die guten, sei es aber auch dann, wo es in die Brüche, ich nenne es jetzt mal in die Brüche geht, und rechts siehst du dann so gesehen die Folgen davon. Wie zum Beispiel halt durch die Bierflaschen angedeutet, dieser erhöhte Alkoholkonsum und auch diese gedrücktere Stimmung, dieses Verletzte halt wirklich, ist wirklich auch durch so kleine Gimmicks verdammt gut dargestellt. Also sehr gut. Also ich bin ehrlich, so genau hatte ich halt auch nie wirklich reingeguckt, weil halt hier nimmt man sich in React auch mal Zeit, auf Kleinigkeiten zu achten. Und ich glaube, wir sind beide ja nicht mehr die Visuellen statt die Hörer, aber das wird die neue Ebene unserer React sehr wahrscheinlich sein. Aber wir werden gucken, wie es läuft. Ja. Okay, jetzt muss ich kurz abfangen. Richtig geil. Also das war jetzt der Rap-Part, den du eben schon ein bisschen geteased hast, in einer soften Variante, aber geil. Also auch generell dieser Übergang generell gemacht, sowohl szenentechnisch als auch musikalisch, die wirklich langsam angefangen, aber dann immer mehr Richtung Power gegangen. Wo du dann halt auch schön diesen Einstieg hattest, erst durch die Bridge, dann noch durch diesen kurzen Part, wo es dann wirklich halt immer härter wurde. Also für ihre Verhältnisse immer härter wurde. Und jetzt der Instrumentalpart. Mega. Stark. Und wieder ein neues Szenario. Hier auch eine Wand, die sie selber gemacht haben. Weiße Wand, hier so Vorlage gemacht, draufgesprüht, gib ihm. Sehr geil. Also die, richtig schön künstlerisch geworden und musikalisch kriegen wir jetzt noch ein bisschen. Boom. We had done in December. You could have been in, you were never.
richtig stark kam jetzt hier das Na-Na-Na-Na-Na, was dem Lied oder der Passage eine gewisse Fülle gegeben hat, die das halt richtig gut gemacht hat. Ja, auch generell die Vocal Parts von ihm jetzt, wie die sich jetzt nochmal gesteigert haben. Von der, sowohl wo er von der einen Tonhöhe sehr hell wird auf einmal, also auch musikalisch, auch das Instrumental, die Drum nochmal schön wieder eingesetzt. Richtig fett. Also, auch wenn man das Lied kennt, ich bin jetzt mal wieder sprachlos. Und hier die Credits. Wir sind durch. Also, stark. Einfach heftig. Nur stark. Genau. Also, sind das Zwillinge, die ihr jetzt seht, oder ist das einfach nur der Sänger gespiegelt? Also halt zweimal aufgenommen, 2 bis 10 draus gemacht. Das ist die Frage. Ansonsten Lukas und Philipp, nur Philipp und Philipp oder Lukas und Lukas? Ich würde tatsächlich tippen, dass es beide sind, aber das ist natürlich meine inoffizielle Aussage. Ich meine, ich habe gesagt, ich sage nichts dazu, deswegen sage ich auch nichts dazu. Die Frage können uns nur die Jungs selber beantworten. Ja, oder unsere Zuschauer, die es wahrscheinlich besser wissen als wir. Genau, weil wenn ich ehrlich bin, also da muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich kenne zwar wirklich in ihre Videos an alles und kenne sie auch halt durch ihre Streams oder so, wo ich dann ab und zu mal reingeschnuppelt bin. Auseinanderhalten könnte ich die so, wenn du es mir jetzt sagen willst, okay, ist wirklich in manchen Verhältnissen schwer. Ja, es ist unfair, es ist halt auch, es ist ja halt gespiegelt, dass der eine von der linken Seite zu sehen ist, der andere von der rechten Seite und dann hast du ja noch nicht mal so den 101-Vergleich. Boah, aber dafür, also guck mal, also Okay. Filmfehler. Ihr wollt quasi euch ja gleich kleiden, gleiche Hosen tragen, dass quasi eine Kopie ist. Was ist mit den Schuhen los? Die sind nicht gleich. Also auf dem Bild, was ich habe, sehe ich witzigerweise einen Schuh. Wo siehst du bei der rechten Seite den Schuh? Ach, hier hinter der Bierflasche versteckt. Ja. Deswegen. Ja gut, aber wenn du jetzt mal so guckst, im linken Bild sieht es aber auch aus, als ob er ein Hemd trägt und im rechten einen Pulli. Also kann sogar sein, dass sie es absichtlich so gemacht haben, dass vielleicht so Hose und so gleich sind. Aber vielleicht ein anderes Oberteil, um halt auch nochmal diese Stimmung zu sagen. Wer weiß. Kann ein Filmfehler sein, kann auch gewollt sein. Das sind Fragen, die können uns leider wirklich nur die Jungs beantworten. Gut. Aber dann pass auf, es gibt eine Frage, die können nur wir beantworten. Ich weiß nicht, du kennst ja unsere Reacts, aber am Ende enden wir halt immer, wir vergeben Kickflips. Also im Grunde, wir vergeben Sterne, Bewertung, wie du es auch immer nennen willst. Ja. Die Bewertung geht von 0 bis 10 und ich mache auch gerne mal Kommazahlen. Also, wüsstest du schon auf Anhieb, was für eine Bewertung du gibst oder wieso, weshalb oder soll ich irgendwie anfangen? Fang du gerne an. Also, ist es mit Abstand meiner Meinung nach einer der coolsten poppischen Songs von Four Auto Spring. Die härteren Songs gefallen mir halt auch auf jeden Fall gut. Nur ich tue mich schwer, da eine Bewertung zu finden, weil eigentlich will ich nicht meine Standard 9 von 10 geben. Aber es ist halt irgendwie gefühlt schon besser als die typischen 9er Songs, die ich vergebe. Aber halt auch meiner Meinung nach nicht so komplett ballert mich des Todes weg, wie bei mir ist auch wohlgemerkt auch schwierig, ganz hohe volle Punktzahl zu bekommen. Deswegen gehe ich in die Bewertung, die halt viele Leute wahrscheinlich einfach fragt, wie ist das als Kickflip möglich? Ich gebe 9,25 Kickflips und 10. Okay, also ich muss sagen, gerade von dem, was du jetzt, wenn ich auch mal wirklich auf die Szene anspreche, kennst, ist es sowohl musiktechnisch, gerade weil sie halt einen Weg gehen, der für die deutsche Szene nicht gerade typisch ist, und auch videotechnisch wirklich in einem verdammt hohen Standard, muss ich sagen. Ich gebe 10. Joe, direkt bei der ersten Reaction haust du die 10 raus. Ja, wird aber auch schwer sein, die zu halten. Ja, also ich würde sagen, wir wissen auch, dass Beastmode draußen ist, aber ob wir da auch eine Reaction zu machen und so weiter, gucken wir mal, wie sich die Reaction in neuer Konstellation euch gefallen werden. Also ihr könnt gerne mal sagen, wie wir eigentlich jetzt in der Reaction so für euch gewirkt haben oder wo wir uns verbessern sollen. Wie gesagt, wir sind quasi zusammen die Neuen. Und ja, ich sag mal so, Silas, das war dein erstes Mal hier bei uns auf dem Kanal.
Ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Ja, also Gänsehaut-Feeling ohne Ende. Und vielen, vielen Dank auch nochmal, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich definitiv. Gut. Dann würde ich sagen, freut euch drauf. Es werden jetzt auf jeden Fall noch, stand unserem Plan, 2 weitere kommen. In dem Sinne, sag ich mal, bis zum nächsten React-Podcast oder ähnliches. Ciao. Ciao.